Im ADAC Autotest stellen wir Ihnen heute das neue Kompakt-SUV HR-V von Honda genauer vor. Der japanische Autohersteller ist bekannt für extravagantes Design und tendenziell sportlich abgestimmte Fahrzeuge. Ob und wie das zu einem SUV passen kann, wollen wir für Sie herausfinden. Rein optisch versucht der HR-V gekonnt, die wichtigsten Designmerkmale eines SUV mit denen eines Coupés zu vereinen. Die Karosserie ist zwar relativ hoch und bietet eine gute Bodenfreiheit, dafür ist die Dachlinie scharf nach hinten gezogen und mündet in einen dezenten Spoiler. Die hinteren Türgriffe haben die Honda-Konstrukteure in der C-Säule versteckt. Ein kurzer Schaltknüppel kombiniert mit einem knackigen Getriebe, damit macht das Fahren Spaß. Auch die Lenkung ist soweit okay. Die Seitenneigung in Kurven ist SUV-typisch ausgeprägt. Leider wird der kleine Benziner ab 3000 Umdrehungen ziemlich laut. Mit ganz viel Wohlwollen könnte man das vielleicht noch als sportlich interpretieren. Auf langen Strecken allerdings raubt der hohe Lärmpegel den meisten Passagieren den letzten Nerv. Beim ADAC-Ausweichtest beschweren sich höchstens die Reifen und das lautstark. Beim HR-V hat das serienmäßige ESP ordentlich zu tun, um den Wagen bei schnellen Lastwechselreaktionen auf Kurs zu halten. Kipp- oder Schleudergefahr besteht damit aber nicht. Der Vierzylinder-Saugbenziner unter der Haube unseres Testwagens hat immerhin 130 PS, kann aber mit seinen 1,5 Litern Hubraum nicht gerade mit einem hohen Drehmoment aufwarten. Das macht sich auch bei den Fahrleistungen bemerkbar. Im ADAC Eco-Test haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 6,3 Liter Super auf 100 Kilometer gemessen, was wiederum einer CO2-Bilanz von 170 Gramm pro Kilometer entspricht. Die Schadstoffe im Abgas sind nicht besonders niedrig, am Ende reicht es nur für 3 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Von Langeweile keine Spur. Im Innenraum des Honda HR-V zählen weder Symmetrie noch konservative Strukturen. Das wird nicht jedem gefallen, Honda polarisiert hier deutlich. Das Entertainment-System greift via App auf das Smartphone zu, die Sensortasten sind jedoch nicht optimal für die Bedienung. Die Platzverhältnisse vorne können überzeugen, hinten leidet vor allem die Kopffreiheit an der heruntergezogenen Dachlinie. 2 Kindersitze können dank Isofix problemlos montiert werden, für 3 ist leider kein Platz. Der Kofferraum fasst ordentliche 380 bis 870 Liter. Die hinteren Sitzflächen können zudem hochgeklappt werden und bieten Stauraum für große Gegenstände. Vor allem junge Familien oder Outdoor-Fans könnten mit dem HR-V ihre Freude haben. Leider gibt es den Honda derzeit nur mit Frontantrieb. Als Alternative zum Benziner gibt es auch einen 1,6 Liter Diesel. Der kostet allerdings 2.500 Euro mehr. Für knapp 26.000 Euro steht unser Testwagen in der Executive-Ausstattung beim Händler. Angesichts der umfangreichen Ausstattung ein durchaus faires Angebot.